Hallo und willkommen zu einem etwas spontanen Video aus aktuellem Anlass. In den letzten Wochen gab es das größte Interesse zum Thema Teelichtofen seit dem positiven RTL-Test-TV-Bericht von 2018. Die Menschen haben erkannt, dass sie selbst etwas für sich tun können, um sich mit Licht und Wärme zu versorgen. Leider wurde die Idee des Teelichtofens in den letzten Tagen nun von einigen Zeitungen und Feuerwehren völlig undifferenziert als größte Gefahr überhaupt dargestellt. Das Problem eines Teelichtbrandes in Verbindung mit dem Teelichtofen wurde bereits vor 9 Jahren professionell analysiert und es wurden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Sicherheitshinweise entwickelt, dass es nicht gefährlich wird. Zusätzlich haben wir in der Entwicklungsphase des Teelichtofens auch mit einem Fachmann vom TÜV gesprochen und sein Expertenwissen ebenfalls bei der Entwicklung des Teelichtofens mit einbezogen. Bei Beachtung der Sicherheitshinweise kann der Teelichtofen stundenlang an sein, ohne dass es unter normalen Umständen zu einem Brand kommt. Wir haben uns jetzt einmal die Zeit genommen und haben die Quellen der Warnungen bis zu ihrem Anfang zurückverfolgt und mit den entsprechenden Feuerwehren und Zeitungen darüber geschrieben, um uns deren Messungen und Quellen zu den Warnungen anzusehen. Bei genauer Betrachtung der spektakulären Warnvideos ist zu sehen, dass mit Absicht ein Teelichtbrand provoziert wurde, indem bewusst gegen die Sicherheitshinweise der Kerzenhersteller verstoßen wurde, zu viele Teelichter zu eng nebeneinander, eine Zeitung neben dem Ofen angezündet wurde oder wie bei einem Grillanzünder extra viel warme Luft zugeführt wurde, bis sich die Teelichter endlich entzünden und man die Bilder mit den brennenden Kerzen bekommt, die man haben will. Die Hersteller zumindest wissen um die Gefahr und sie warnen auch davor. 3 cm Mindestabstand werden zwischen 2 Teelichtern empfohlen. Ganz ehrlich, wer den Teelichtofen so testet, wie auf den Fotos zu sehen, der kann ja nur davor warnen. Wer mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn fährt und keine Sicherheitsvorschriften beachtet, kann auch nicht dem Auto die Verantwortung zuschieben. Ich hoffe sehr, dass nicht als nächstes eine Zeitung auf einen Toaster gelegt wird, um dann generell von allen Toastern abzuraten. Wer es nicht glauben kann, dass die Tests wirklich so gemacht wurden, auf die sich die vielen warnenden Zeitungsartikel und Beiträge im Social Media beziehen, denen verlinke ich gerne die dazugehörigen Originalvideos in der Beschreibung. Eigentlich müsste es in der Aufklärung nicht hauptsächlich um den Tontopf gehen, sondern um die Anzahl bzw. Abstände der Teelichter und die Beachtung der Sicherheitshinweise der Kerzenhersteller. Sonst müsste man ja auch alle Stöfchen in Frage stellen und davor warnen. Selbst wenn die Leute dann nach der Warnung ihre 6 bis 10 Teelichter ohne Tontopf nebeneinander stellen, um sich zu wärmen, ist die Gefahr eines Teelichtbrandes nahezu genauso groß. Wenn die Leute verstehen, dass es nicht der Tontopf ist, sondern die Überhitzung der vielen Teelichter, könnten das viele schon besser einordnen. Stöfchen zum Warmhalten von Kannen und Ähnlichem werden seit Jahrzehnten mit 1 bis 3 Teelichtern betrieben. Wichtig ist es, die Sicherheitshinweise der Kerzenhersteller und die Abstände zwischen den Teelichtern zu beachten. Wer es mit der Wärmespeicherung übertreibt, zu viele Teelichter zu eng nebeneinander, riskiert ein Teelichtbrand, auch ohne Teelichtofen. Ich möchte mit diesem Video nicht sagen, dass die Nutzung von Kerzen und Teelichtern im Wohnbereich absolut sicher ist, wenn man nur 1 bis 2 Stück davon verwendet. Die Nutzung von Feuer im Wohnbereich ist immer mit einer besonderen Sorgfaltspflicht verbunden und auch Löschmittel, wie zum Beispiel eine Löschdecke oder ein Löschspray, sollten immer in der Nähe sein. Die Links dazu füge ich in die Videobeschreibung ein. Ich möchte mit dem Video vor allem den Menschen Mut machen, wieder für sich und ihr Leben selbst Verantwortung zu übernehmen, Risiken selbst zu bewerten und das zu tun, was man tun kann. Ja, auch der Straßenverkehr kann gefährlich sein, aber wenn man einige Dinge beachtet, braucht man nicht die ganze Zeit Angst vor dem Leben zu haben, sondern weiß sich im Fall der Fälle selbst zu helfen. Wenn draußen Minusgrade sind und in der Wohnung kein Strom und keine Heizung funktionieren, wäre es besser, wenn die Menschen bis dahin so gut wie möglich aufgeklärt sind, was sie überhaupt noch machen können. Einen Teelichtofen unter Beachtung der Sicherheitshinweise zu nutzen, ist immer noch besser als nichts zu tun, zu frieren oder einen Grill in der Wohnung anzuzünden. Wenn der Strom ausfällt bzw. gesperrt wird, funktioniert ein Teelichtofen trotzdem. Bei einer Unterkühlung versucht der Körper immer vor allem die überlebenswichtigen inneren Organe zu schützen. Das heißt, die Temperatur wird aus den Händen und Füßen abgezogen, sodass diese dann nicht mehr richtig versorgt werden und erfrieren könnten. Bei kalten Temperaturen kann das sogar mit Handschuhen passieren. Deswegen ist es extrem wichtig, dass bei einem Versorgungsausfall von Strom und Heizung auch Wärme von außen zugeführt werden kann.
Der Teelichtofen schafft dies ganz einfach nur mit Teelichtern. Beim Teelichtofen geht es nicht hauptsächlich um die Raumtemperatur. Genauso wie eine Rotlichtlampe oder ein Föhn nicht zum Heizen eines Raums geeignet sind, diese bei richtiger Anwendung jedoch sehr hilfreich sein können, ist es bei dem Teelichtofen auch. Deswegen machen auch alle noch so schlauen Berechnungen mit Heizwert und Brennstoffvergleich, Heizleistung in Kilowattstunden, verglichen mit einer großen Zentralheizung oder einem Holzkamin, überhaupt gar keinen Sinn. Beim Teelichtofen geht es ganz einfach um die Vorteile der Strahlungswärme vom Ton, welche aus der bewegten Wärme der Kerzenflamme umgewandelt wird. In der Hauptreaktionszone der Kerzenflamme entsteht eine Temperatur von weit über 1000 Grad Celsius. Diese Temperatur kann der Mensch nicht direkt nutzen, da sie extrem heiß ist, nur punktuell entsteht und blitzschnell zur Zimmerdecke steigt. Der Teelichtofen speichert und verteilt diese Wärme gleichmäßig am Ton, ca. 50 bis 70 Grad, und gibt sie zeitverzögert über die gesamte Fläche des Tons ab, so dass der Teelichtofen als angenehme Wärmequelle genutzt werden kann. Früher haben sich die Menschen einfach die Steine vom Lagerfeuer mit in die Hütte genommen, dass sie nicht frieren, weil auch diese noch lange nachgewärmt haben. Einige Medien und Feuerwehren haben ihre Texte nach unserem Austausch schon geändert und berichten jetzt etwas differenzierter zum Thema Teelichtofen und Teelichtbrand. Dafür möchte ich mich bedanken. Auch möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für die unermüdliche Arbeit aller Feuerwehren bedanken. Wir wollen gerne mit den Feuerwehren zusammenarbeiten und uns zum Thema und zu den Erfahrungen auch gerne weiter austauschen. Für die Zukunft wünsche ich mir im Bereich der Aufklärung aber noch mehr Lösungsvorschläge statt Panikvideos ohne Alternativen. Wenn weder Strom noch Heizung funktionieren, werden die Leute ohne Aufklärung in ihrem kalten Zuhause alles tun, was ihnen einfällt, um etwas Wärme zu erzeugen. Anstatt den Teelichtofen als unnützen Trend vorzustellen, fände ich es besser, den Teelichtofen aus dem richtigen Blickwinkel vorzustellen, inklusive Sicherheitshinweise und so weiter, so dass die Leute einen Nutzen für sich daraus ziehen können. Der Teelichtofen ist auch nicht nur eine Deko-Idee, sondern kann als hilfreiche zusätzliche Wärmequelle bei einem Versorgungsausfall genutzt werden. Das Thema der Aufklärung ist für uns selbst so wichtig, dass wir sämtliche Videounterbrechungen hier auf unserem Kanal für alle Videos deaktiviert haben, damit unsere ausgearbeiteten Informationen in Ruhe und ohne Ablenkung angesehen werden können. Solange wir es selbst entscheiden können, werden wir das auch so beibehalten. Die Playlist mit den interessantesten Messergebnissen, Fragen und Antworten zum Teelichtofen werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Die wichtigsten Sicherheitshinweise zum Teelichtofen haben wir auf einen Flyer zusammengefasst. Der Flyer kann auf unserer Internetseite kostenfrei und ohne die Eingabe irgendwelcher persönlicher Daten als JPEG oder als PDF-Datei heruntergeladen und auch weitergegeben werden. Den Link dazu füge ich ebenfalls in die Videobeschreibung ein. Zusätzlich haben wir zum Thema Sicherheit ein ausführliches Antwortvideo inklusive Messungen mit der Wärmebildkamera und Hinweisen von der Feuerwehr erstellt, das ich jetzt am Ende des Videos verlinken werde. Also dann, bis zum nächsten Video.